Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen und dann lass das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Nacht habe ich tatsächlich viel besser geschlafen. Ich weiß nicht, man muss sich wahrscheinlich erst daran gewöhnen. Ich stehe hier an der Garonne in der Nähe von Bordeaux und hört ihr die Tiere? Das ist hier ein Park, ich glaube so wie ein Tierpark oder so, wo ich hier stehe. Und heute zum ersten Mal, dass ich hier richtig gemütlich frühstücken kann. Und ich habe auch noch geplant, hier eine kleine Yoga-Session zu machen. Und ja, und dann will ich versuchen, bis ins Baskenland zu kommen. Haut mal. Jetzt wird's interessant da hinten. Schaut mal. Die Berge. Wow. Oh, wow. Die Berge werden höher. Richtig schön. Ich war einmal in den Pyrenäen, zweimal sogar schon, zweimal in Andorra und ich fand es wunderschön. Und ich freue mich schon, dass ich vielleicht auf dem Rückweg da noch einen kleinen Abstecher hin mache. Schauen wir mal, wie mir die Zeit wegläuft auf der Reise. Eins muss ich ja mal sagen zu diesen Mautstellen. Mir wurde empfohlen, so eine Mautbox zu holen. Kann man schnell durchfahren und so. Aber tatsächlich habe ich an diesen Mautstellen nie wirklich lange gestanden. Also es ging immer rucki zucki. Willkommen in Spanien! Herzlich willkommen in San Sebastian! Da steht Werner. Ich muss jetzt erstmal da hinten hinlatschen, da ist so ein Parkautomat. Ich stehe hier irgendwie an der Arena und laut Google Maps soll der Weg in den Stadtkern 33 Minuten dauern. Also voll okay, oder? So, geht schon los. Ich kann kein Spanisch. So, jetzt habe ich eine Frau vorgelassen und die guckt, was sie drückt. Also sie hat hier gedrückt. Und dann hier und dann hat sie ihr Kennzeichen eingegeben. Perfekt. Die haben jetzt natürlich andere Kennzeichen, aber egal, wird man ja erkennen, oder? Ich wollte ja mit Karte zahlen. Ja. You can't pay with the card. You have to pay with money. Okay. Also ich sah so dämlich aus, dass eine Frau mir geholfen hat. Hier kann man auf Englisch klicken, dann kommt trotzdem kein Englisch. Jetzt sind die Tarife, hier ist das Ticket, dann gibt man sein Kennzeichen ein. Das natürlich anders ist als das Spanische. Ich gebe jetzt hier so die Hälfte ein.
Und jetzt muss man halt bezahlen. In Coins. Anders geht's hier bei diesem Automaten nicht. Ich kann es einfach nicht fassen, wie freundlich die Menschen hier sind. Die Frau hat gesehen, wie ich mich an diesem Automaten abrackere. Hat selbst ihr Ticket bezahlt. Ich hatte sie vorgelassen, sie hat selbst ihr Ticket gekauft, ist zum Auto gegangen, hat es reingelegt, kam wieder zurück und hat mir geholfen. So, dann hatte ich aber kein Kleingeld, ich wollte mit Karte zahlen, das ging an diesen Automaten nicht. Und dann kam sie nochmal zurück und hat mir wieder geholfen und hat ihr eigenes Kleingeld da reingemacht. Ich wollte ihr dann noch Geld geben, aber sie hat gesagt, oh, ist okay. Ich glaube, sowas würde in Deutschland nie passieren. Ja, als erstes habe ich mir natürlich bei Google Maps den Punkt markiert, wo jetzt das Auto steht. In fremden großen Städten, das ist immer schwierig. Und jetzt gehe ich Richtung Altstadt. Wunderbar. Hier muss man über diesen Fluss rüber. Und keine Ahnung, was jetzt hier steht. Auf jeden Fall werde ich hier nicht rübergehen können. Jetzt habe ich einen ordentlichen Umweg. Da ist die Brücke gesperrt. Jetzt gehe ich einfach hier lang. Es scheint auch ein schöner Weg zu sein. Es war ein Umweg. Puh. Gleich habe ich es geschafft. Neue Brücke gefunden. Scheint doch ein kleiner Umweg zu sein. Ich bin schon am Ortsausgang. Das ist übrigens der Golf von Biscaya und, wie ihr seht, auch ein Surfspot. Die Strandpromenade ist echt schön und wisst ihr, dass mich das hier ganz doll an Rio erinnert? Das könnte der Zuckerhut sein, dass die Copacabana, Ipanema und da ist ja die Favela. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg in die Altstadt und schau mal, ob ich irgendwas Leckeres zum Essen finde. Ihr müsst unbedingt den baskischen Cheesecake probieren. Der klaut mir die Krümel vom Kuchen. Ich sag euch, dieser Käsekuchen ist der beste, den ich jemals gegessen habe. Und meine Mama kann gut Käsekuchen backen. Hey! Der Vogel will meinen Käsekuchen haben. Vergiss es! Jetzt gehe ich erstmal hier richtig in die Altstadt. Schaut euch mal die Häuser an. Das ist übrigens die St. Vincente Kirche. Ein kleiner Tipp von mir, kauft den Käsekuchen, bevor ihr Richtung Altstadt geht, weil hier müsst ihr etwas länger anstehen. Hier ist der Hafen, da kann man Bootstouren machen, auch mit einem Katamaran. Ist bestimmt ganz lustig, wenn es auf den Wellen so schaukelt im Golf von Biscaya. Die haben tatsächlich ein sehr imposantes Rathaus hier. Jetzt wird das Wetter noch ein bisschen ungemütlicher. Das ist der Playa de la Concha. Bei gutem Wetter bestimmt richtig schön. Da sind die Berge. Und hier der Hafen. Jetzt wird so richtiges Kackwetter, aber ich hatte Gott sei Dank meine Regenjacke dabei. Was ich euch noch empfehlen wollte, man kann auf diesem Berg wandern, das ist der Ubu. Und da oben ist die 12,5 Meter hohe Christusstatue, die sieht man jetzt kaum, aber da kann man hinwandern. Vielleicht eine tolle Idee an einem besseren Tag. Ja, wir machen eine halbe Video.
Ich mache jetzt Stadtrundfahrt. Hier kriegt man sogar den Sitzplatz zugeteilt. Sollte man nicht denken, aber das Ding ist tatsächlich noch voll geworden. Podrán realizar una visita completa a la ciudad de Donostia, San Sebastián. Se está llamado cementerio de Sobrese, el nombre de los fallecidos en la guerra de Andalucía. Also ein kurzes Fazit zu dieser Tour. Die ist halt echt günstig und so ist sie auch. Also die fahren hier nonstop einmal im Carré, erklären alles auf Spanisch, Französisch und Englisch und kommen dann nach 40 Minuten hier wieder an. Also für 5 Euro, finde ich, kann man das mal machen. Vor allem, wenn man sich so einen kleinen Überblick verschaffen will. Und man kann aber auch hier mit so einem Bus fahren. Das ist dann natürlich wieder etwas teurer. Ich würde euch allerdings empfehlen, Kopfhörer zu kaufen, da also meine Mitinsassen, die waren so laut, dass ich das gar nicht gehört habe. Und ich hatte keine Kopfhörer. Die kann man aber zusätzlich kaufen, glaube ich, für 3 Euro oder so. Ich gehe jetzt erstmal zum Auto zurück. Hab mir schon einen neuen Stellplatz ausgesucht, ungefähr 1,5 Stunden von hier. Mal sehen, ob da was frei ist. Und dann habe ich wieder eine angenehme Nacht, hoffentlich. Es hat aufgehört zu regnen. Juhu! Vorhin habe ich noch gesagt, besser Regen als 30 Grad und so. Aber jetzt wurde mir doch ein bisschen frisch hier. Die Kathedrale hier sieht man übrigens von fast überall aus der Stadt und der Turm ist 75 Meter hoch. Ich bin zurück, da steht mein Auto. Ja! Ich war auf der Autobahn hier im Stau und schaut doch mal euch die Gegend hier an. So schön! Ich habe wieder ein schönes Plätzchen gefunden. Ihr seht, es stehen noch ein paar mehr hier, aber ich stehe ziemlich am Ende und da sind nicht so viele. Und jetzt zeige ich euch mal die andere Seite. Ich muss gleich mal googeln. Hier ist noch irgend so eine natürliche Sehenswürdigkeit. Und vielleicht kann ich morgen hier hin wandern, dann brauche ich gar nicht mit dem Auto dahin fahren. Das wäre natürlich perfekt. Ja, kann man, da steht es nochmal dran. Kann ich einfach nicht aussprechen, dieses Wort. Ich habe mir noch schnell eine Soljanka gekocht und die genieße ich jetzt und dann lasse ich den Abend richtig schön ausklingen hier. Da ich ja immer gerne auch die Realität zeige, sieht es hier gerade so aus, so ein normaler Parkplatz. Und ja, alles voll. Und ich stehe da. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren.